Nur in der Verbindung mit mir findet ihr den wahren Frieden. Nur wenn mein Liebestrahl euch trifft, empfindet ihr Glückseligkeit. Und selbst wenn ihr glaubt, ein irdisches Glück gefunden zu haben, so ist es doch nicht von Bestand, solange ihr mir nicht verbunden seid. Der wahre Frieden ist nur im Zusammenschluss mit mir zu finden, weil diesen nur die Seele spürt und diese sich nicht zufrieden gibt mit dem irdischen Glück. Wohl kann das Sinnen und Trachten des Menschen nur irdisch gerichtet sein, also der Körper, die Seele gleichfalls dazu bestimmen, irdische Freuden anzustreben. Aber die Seele wird sich niemals wirklich glücklich fühlen, denn was die Seele wahrhaft beglückt, kann nur im geistigen Reich seinen Ausgang haben, und geistige Güter kann sie nur empfangen durch Zusammenschluss mit mir. Das werdet ihr Menschen erst erfahren, wenn ihr einmal geistig gespeist worden seid, wenn ihr dadurch erkannt habt, mit welcher Liebe euer Vater sich zu euch neigt, dann wird euch nichts anderes mehr annähernd befriedigen können, wenn auch der Körper noch Bedürfnisse hat, die er decken möchte. Seligkeit aber bereitet der Seele nur das, was ihr von mir aus zustrebt. Dann empfindet die Seele, dass ihr Begehren gestillt wird, während irdische Erfüllung doch keine wahre Beglückung ist, sondern nur ein vorübergehender Rausch. Weltlinge aber verstehen das nicht. Sie jagen fortgesetzt nur irdischen Gütern und Freuden nach, und sie suchen das in ihnen nun entstehende leere Gefühl immer mit neuen Sinnesgenüssen zu betäuben. Sie fühlen sich immer nur so lange befriedigt, wie sie mitten in Weltgenüssen schwelgen, und mit sich selbst und der Welt unzufrieden zu sein, wenn ein Nachlassen dieser Weltfreuden eintritt. Sie werden niemals den wahren Frieden finden, weil diesen zu erteilen ich selbst mir vorbehalte und ihn immer nur dem austeilen kann, der sich mir zuwendet und nach wahrer Seligkeit verlangt. Die Welt kann euch Menschen diesen Frieden nicht geben, denn er ist mein Anteil, er hat nichts mit der Welt zu tun. Wohl aber können die Menschen sich mitten in der Welt bewegen und dennoch in meinen Frieden selig sein. Und das sollt ihr Menschen anstreben, auf dass euch auch dann das Erdeleben zur Quelle von Seligkeit werden kann, wenn ihr in diesen immer nur die Verbindung sucht mit mir, und ihr stellt die Verbindung mit mir her durch Wirken in Liebe. Also wird uneigennützige Nächstenliebe euch wiederum den tiefsten Frieden eintragen. Ihr werdet nichts mehr verlangen, sondern immer nur geben wollen, und desto tiefer und beseligender wird der Friede sein, der eure Seele erfüllt. Und ihr selbst seid reich, denn ihr werdet im gleichen Maß empfangen, wie ihr austeilt. Ihr werdet also auch irdisch keine Not leiden. Ihr werdet darum irdische Güter nicht mehr zu begehren brauchen, weil ihr alles empfangt, was ihr benötigt und nach mehr kein Verlangen tragt. Dann wird der innere Friede euer Herz erfüllen, der aber mit der irdischen Befriedigung nicht verwechselt werden darf. Denn ich will euch den Frieden geben, denn die Welt euch nicht geben kann. So lautet meine Verheißung, die sich auch erfüllt, wenn ihr die Verbindung sucht mit mir,
Wenn ihr meine Gebote einhält und in Liebe wirkt und mich dadurch auch die Möglichkeit gibt, euch zu bedenken, gleich wie ihr austeilt, dann wird ein tiefer Friede sich in eure Herz senken und ihr werdet schon auf Erden selig sein. Amen.